Gamer und Gamerinnen, einen wunderschönen guten Tag. Hier wünscht euch euer MDS Gaming von der Retro-Messe, 5. Retro-Börse Saab. Ja, wir sind noch, die Leute sind noch am Aufbauen. Das ist noch der Eingangsbereich. Dort unten sieht es schon etwas anders aus. Also jetzt alle Gamer mal festhalten, wenn es ein Paradies gibt. So sieht's aus. Games, Konsolen, Retro-Kram, Filme, alles, was das Herz begehrt. Wir sind jetzt unten in der Halle. Man hört schon überall die Nintendo-Töne. Die ganzen alten. Ich habe gerade Sinnesüberflutung. Also, das ist komplett. Wenn ich das hier ansehe. Ein Traum. Ich werde hier wieder jede Menge Geld los. Der absolute Wahnsinn. Und ich bin jetzt noch keine 5 Meter gelaufen durch die Halle. Also bin mal gespannt. Da ist die Lisa, die Lala, die Finway. Habe ich natürlich auch mit. Sie hat mich mitgebracht, weil sie hat den Fotografenausweis. Ich bin nur das Anhängsel. Genau mein Ding. Genau mein Bett. Noch was für eine Quali die ganzen Sachen sind. Das ist Wahnsinn. Ja, Alpha Tech Völklingen ist auch vorhanden. Vor Ort. Ah, hier sind nachher Turniere. Ja, Pac-Man-Turnier, Mario Kart-Turnier, Tetris-Turnier. Hier geht es hier richtig rund. Hier kann man sich nur noch Intra an deinem Mario Kart-Turnier. Ja. Komm, scheiß drauf, strahl mich in. Kann ich eine Klatsche filmen? Ah, ja, du kannst eine schöne Klatsche.
So, ich bin schon fündig geworden. Lange hat es gedauert. Ich schaue, dass ich mal kurz abschalten muss, damit ich in Ruhe suche. Und zwar Kammer Emo. Das ist Battletoads. Ich gebe das mal weiter. Und Emo has Turtles in Time. Damit habe ich schon knappe 63%, 66% abgehakt, was ich überhaupt suchen wollte. So, gut, machen wir das. Kauf abwickeln. So, es wird langsam immer voller. Und jetzt kann ich ein bisschen gechillter in Ruhe suchen. Ah, ich wollte auf N64. Und da habe ich doch schon mal noch mal was entdeckt. Die Zelda-Serie auf DVD. Jetzt bin ich doch gewillt, schon fast da nochmal zuzuschlagen. Geiler Scheiß. Nächste Ding abgestartet. Merci. Okay. Hat zwar übelst verschissene Quali, aber ich hab's. Weil ich hab's hier sonst nirgends von mir gefunden. Selbst hier in dem ganzen Gebiet nicht. Turnier angemeldet. Jetzt muss ich erstmal Quali fahren, ob ich überhaupt gut genug bin, ob ich mitmachen darf. Scheiße, ich hätte das Spiel wohl die Woche lieber mal ein bisschen üben sollten dahin. Aber egal, den Gaudi geben wir uns jetzt. Ich wähle auf jeden Fall Mario. Ja, Mario. Ja, die Lombards sind halt nichts. Das war nix. Kann man doch so. Ich war in der Ich hätte mal die Woche lieber mal üben sollen, wie ich gesagt habe. Aber egal. Es ging nur einfach mal um die Gaudi. Ja, wenn sie schon nur 8 anmelden, bin ich schon trotzdem. Oder wie lacht das denn? Also jetzt, ja, acht qualifizieren sich. Ja. Nein, die haben ja Zeit zu genießen. Quasi, jetzt gesagt, wann sehe ich das? Die gibt es 14 Uhr. Danach werden halt die qualifizierten Sauber. Bin ich mal gespannt. So, also. Wenn sich jetzt Kenner mir an, wenn ich nur 8 Leute anmelden, bin ich trotzdem dabei, trotz dass ich scheiße gefahren bin. Gucken wir mal. Gucken wir da, was da vorgefahren ist, wenn mir in der Halle war. Fahrt einfach mal das Kit vor. Das Kit, es Kit. Esprit, ah!
Ach, die Schlange ist schon etwas länger wie vorhin. Komme ich mal schon fast unverschämt vor, dass ich da mich so ringgemogelt habe. Halt. Erst zwei Leute für Mario Kart angemeldet. Das heißt, ich bin noch im Rennen, Jungs und Mädels. It loved. Ich reiß das Ding. Nee, der andere war viel besser gefahren wie ich, aber egal. Vielleicht haben wir ja Glück und ich darf noch einmal spielen und mitmachen. Dann wird das dann nicht so ein kurzes dämliches Mario Kart Video. Ich muss gucken, ob ich qualifiziert bin. Oh ne, das ist verstehen. Viel zu viel, ich darf's. Stimmt, der war 28. Hat er 1-4? Das ist gut. Wir müssen noch kurz ausspielen, wer ist. Robin, MDS Gamer, Marco und Jens. Diese Teilnehmer, bitte auch nach der Bühne einfinden. Die erste Paarung, die ich hier sehe, ist Lars und Matthias. Für Spielfeld gefahren wird drei Strecken, besser 3. Wir haben also jetzt ein Viertelfinale für Mario Kart. Wenn ihr gerne zuschauen kann ich gerne auch vorne anfangen. Tatsächlich dabei, keine Ahnung wie das ging. Aber naja, was soll's, machen wir das Beste draus, ruppen wir das Ding. So, es geht los, erste Runde im Turnier. Nee, das nächste ist eine andere. Okay. Ja. Kann man nicht lesen. Kann man gut lesen, das da. Sind wir spannend, sind wir mal gespannt. Alle Spieler von Mario Kart melden, das ist Robin, MDS Gaming, Marco und Jens noch. So, servus, das ist mein Gegner bei Mario Kart. Ich würde sagen, schaffen wir. Ist machbar. Das Robin hat Pause gewählt. Wir haben das Ding noch zu. Nein, Mario. Jetzt war der Sinn einfach dran. Also, erstes Mario Circuit 2. Nein, das ist Mario, genau. Auf der Schale. Ein Platz ist alles her. Warum ist das für eine Tour gegangen? Aber das ist gut. Die erste. Ich treffe dieses dämliche Ding, ey. Sechs Ding noch, Alter. Gebt mir die Kugel auf den Sack. Gebt mir die Kugel auf den Sack. Ich fasse zweimal auf eure. Gott sei Dank. Nächstes wäre Ghost. Oh nee. Nicht das Ding, nee.
klar, was machen wir jetzt? So, haben wir auch den ersten Gewinner. Großwille 1 ist. Wie sagt Großwille 1? Das dauert noch etwas. Und jetzt wird es etwas unbeachtet. Geisterschritt in meinem Fahrrad. Und jetzt den Robin am Schwab. Oh, bitte. Passt. Nächster. Nächster. Werner damit weiter. Unser zweites Halbfinale ist zwischen MDS Gaming und Marco. Ah. Was? Haben wir schon Halbfinale? Oh. Vor allem, es geht ja auch nur um das zweite. Ah, scheint immer noch nicht ausgewählt, dann dreht er sich später. Das erste Spiel ist Posa 2002. Jetzt, ja. Jetzt kommen die Realität. Wenn wir Posa Gasse ins machen, jetzt kommen die Realität. Spiele jetzt die große, die wo der Spieler wirklich könne. Spiel um Platz 1. Er kriegt nur eine Banane, das war jetzt ärgerlich. Aber Bernhard, erste Runde für sich entschieden. Sicher, dass es auch 2
Und der Sieger. Egal, Finale ist rum. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber mein Gegner ist nach seiner letzten Niederlage anscheinend rotzig gefahren. Weiß ich nicht. Nee, Quatsch. Sind wir zu erreichen? Oh ja, ich bin Dritter. Dritter Platz. Ohne jegliche Fahrkünste. Einfach nochmal Applaus für unsere drei Kontrahenten. Das war kein guter Applaus. Nochmal Applaus für unsere Kontrahenten. Aber wir sehen Stimmung. Ich danke dich und bis zum nächsten Jahr. Ja, bis zum nächsten Mal. So, hier sehen wir mich noch beim Tetris-Spieler. Spiele allein den Zwei-Spieler-Modus. Falls ihr den Weg von euch schaut, könnt ihr euch auch selbst einmal machen. Hätte ich gern. Noch mehr Spiele. Aber wie sind die zwei Kameraden? Die gehen sich gerade das übelste Bett. Ich glaube, das könnte sich auch ein bisschen hinziehen. Es werden deutlich weniger Linien. Paris, und das sieht etwas. Ein Tetris, das ist dann nochmal ein höheres Level bei Harris. Das wird immer schwerer. Aber hier haben wir auch die 200.000 Punkte geknackt. Ja, gut. Links der ist auch ein gutes Stück von der Punktzahl. Deswegen geht es auch schneller ab. Und wieder ein Level. Oh, er hat schon mal ganz runtergebaut. Er hat schon mal ganz runtergebaut. Interessant, wir sehen hier zwei sehr unterschiedliche Spiele. Von Laladi Finway, die kennt ihr ja aus meinen Videos. Aber wir haben ja eine gute Lehrerin, was das Pfeilschießen angeht. Dankeschön. Es ist auf der Scheibe. Es ist genau da, wo mein erster hin ist, glaube ich. Ja, der ist aber schon direkt näher. Ja. Hey, wenn du jetzt in die mit treffst, ne, haben wir zwei Ballarbeit. Ja, aber gut. Schön. Hast du gut gemacht. An ihr gut gemacht. So, Gamer und Gamerinnen, das war's von mir, von der 5. Retro vs. Saar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat's sehr gut gefallen. Bin auf jeden Fall auf den nächsten wieder dabei mit genug Geld für die ganzen Retro-Spiele, wo ich nie die Finger davon lassen kann. Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Wenn ihr aus Saarland und Umgebung kommt, ich kann es nur empfehlen. Ein kleines Paradies für Gamer und Gamerinnen. Euer MDS Gaming. Ciao.